So, Freunde, da bin ich wieder, der Captain Knurke, mit einer neuen Folge von Let's Play Game Globe. Heute mit einer Karte von Master Bull German. Und die Karte nennt sich da Fight, Jump, Kill, Die. Ausrufezeichen. Ja. Das mit dem Die-Ausrufezeichen gefällt mir gar nicht, aber wir werden sehen. Wir stehen hier auf einer Druckplatte, die uns sagt, so und so sieht's aus. Da steht's auch bei Master Bull German. A Trademark of Master Bull German Services GmbH and Co. KG. Okay. Schön. Okay. Gut, also ich weiß, wir müssen jetzt den ganzen Weg lang hier laufen. Es gibt bloß eine Wegmöglichkeit. Und den da oben, den sehen wir, der da oben so rumtanzt, das Levelende. Den sollen wir wohl besiegen. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Ich werde hier definitiv failen, weil es doch ein bisschen heftig ist. Ich hoffe mal, also ich habe schon probiert. Ich habe es schon einmal durch. Mir ist auch ein Bug aufgefallen. Ich schätze mal, dass es ein Bug ist, dass es ein Fehler ist. Wir werden aber sehen. Ich habe dem Macher bereits schon Bescheid gesagt, dass er sich das mal anschaut. Und er wird sicher Bescheid sagen, ob es nun wirklich ein Fehler ist oder nicht. So, auf jeden Fall seht ihr hier schon mal, dass es, tja, bösartig ist, was uns da aufgetragen wird. Aber wir geben unser Bestes, um bis darüber zu kommen oder wenigstens bis zum nächsten Checkpoint. Also, höchste Konzentration und Feuer. Fast. Okay. Ah, okay. Hat's da auch ein bisschen. Nein, nein. Ich schieb die Schuld nicht auf andere. So, einmal getroffen, okay. Okay. Gut, und wir fallen. Natürlich. Na super. Das heißt, wir haben auch gleich unser Leben verwirkt hier. Herrlich. Ach, wir treffen nicht mal. Super. Gut, wir fahren fort. Ich hoffe, die Aufnahme bleibt auch bestehen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Aber irgendwie scheint es ja doch jetzt zu ruckeln. Ich nehme da an, das liegt an Forbes, was nicht so schön ist. Ach, verdammt, da war ich doch schon oben drauf. Jetzt hätten wir es doch fast geschafft. Ah, eigene Dummheit, würde ich sagen. So, einmal bitte hier rüber. Einmal bitte hier rüber. Und schnell hier rüber. Okay. Das hätten wir. Na. Okay, vorhin sind wir in Ordnung. Wir schnappen uns hier die Punkte und fallen natürlich voll rein. Ist natürlich völlig klar gewesen. Und wir kommen auch gar nicht mehr raus, wenn ich das richtig sehe. Wir machen das Ganze nochmal. Weil die Punkte wollte ich mir jetzt unbedingt holen. Das ist natürlich blöd von mir. Aber gut, wir haben es getan. Also flattern wir jetzt mal hier rüber. Und ich werde mal schauen. Ich hoffe, dass die ganze Sache mit der Aufnahme auch funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich fürchte allerdings, dass ich hier fünf, sechs verschiedene Dateien habe. Aber das ist ja wie früher bei Forbes so. So. Gut, da stehen drei von den Spießgesellen. Der eine sieht bloß so groß aus. Wir haben hier eine Knarre. Und ja, wir werden sie auch gleich verwenden. Weil die drei Typen können gar nichts. Wie man sieht. So, wir schnappen uns das Ganze mal. Ich schnappe mir hier auch eine richtige Kanone. Betätige diesen Hebel. Das Ding verschwindet. Ich springe hier hinauf. Oh, ich springe hier hinauf. Weil da unten geht's nämlich. Nee, aber man könnte, ja, Mist bauen. Watch out, in front of your. Genau. Gut. Da wäre es natürlich schlecht, wenn wir darüber springen würden. Deshalb werden wir das hier wegsprengen. Ja, sprengen. Dafür gibt es diesen netten Hebel hier, der mir jetzt endlich mal. Bums! Und der Weg ist damit frei. Frei für mich. Und für niemanden anders. So, also zwei Coins habe ich schon verwendet.
Aber ich denke mal, als Belohnung habe ich hier, bekomme ich hier genug Coins. So, was ist denn hier? Ach so, das ist der Weg, den wir hätten gehen können, wenn die Pfeile nicht gewesen wären. Und hier kommen wir zum nächsten schrecklichen Teil. Oh Gott, ich habe schlimme Erinnerungen. Ja, ich denke mal, hier wird es einen weiteren Coin geben. Wir werden aber einiges probieren. Einmal diesen Checkpoint. Dann bitte einmal hier runter. Dann hätten wir diesen Checkpoint hier. So. Gut, also, was ich mitbekommen habe. Das hier ist kein Problem. Genau wie das hier eigentlich kein Problem ist. Ihr seht, nach dem nächsten Brett gibt es eine Steinwand, die Pfeile rausschießt. Das ist sehr lecker, sehr gut. Gefällt mir außerordentlich. Und ach, Mann, Mann, Mann. Tja, springen will gelernt sein, ne? Okay, nochmal von vorne. Wir springen einmal hier rauf, wir springen einmal hier rauf. Dann warten wir fleißig. Springen jetzt hier rauf und... Oh Gott. Ich kann manchmal so dämlich sein. Egal, wir machen das jetzt auf Teufel komm raus. Denn ich zeige es euch bis zum Schluss des Levels. Und zwar einmal so. Und... Nein! Okay, fortfahren. Ich bin echt gespannt, wie das mit Fraps läuft. Aber das ist auch egal. Dann schneiden wir uns halt zusammen, wie früher. In den harten Zeiten von Fraps. Einmal so. Einmal so. Jawohl, jetzt haben wir es doch geschafft. Warum denn nicht gleich so? So, jetzt geht's ran ans Jumping. Jump, 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 jump. Kuss, Kuss, Baby. Jump, 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 jump. Und dann sind wir auch oben mit einem netten Spruch. Und tja, was haben wir? Wir haben eine Knarre, Freunde, nicht wahr? Die rüsten wir aus. Ich setze mein schönes Y. Wumms, Wumms. Einfach in die Menge reinhalten. Letztes Mal ist einer übrig geblieben. Diesmal bleiben wahrscheinlich mehr übrig. Warum? Weil ich nicht richtig zielen kann. Offensichtlich. Aber selbst dafür gibt's was, nämlich noch weitere Knarren. So, wir nehmen uns aber so eine große, weil die hat mehr Munition. Und dann haben wir hier... Ah, jetzt öffnet sich das Tor. Das ging nämlich vorher nicht bei mir. Wahrscheinlich, weil ich... Das sollte ich vielleicht in den Kommentar noch reinschreiben. Oder dem Autor dazu schreiben, dass ich einen von den Soldaten nicht getötet habe, sondern dass der halt runtergefallen ist. Denn ich habe das Tor nicht aufbekommen und musste den ganzen Weg dazwischen laufen. Aber kein Problem. Kommen wir jetzt zum Endgegner. Den habe ich vorher erschossen in meinem Testspiel. Das Problem ist, als ich dann hingerannt bin, hat er noch mit mir geredet. Wir probieren es jetzt einfach mal so, wie es wahrscheinlich eigentlich sein soll. Thank you that you have killed a colonial shooter. I hate them. As a reward, you get my gold. Okay, ich glaube nicht, dass ich den töten muss. Es sieht tatsächlich nicht so aus. Gut, dann war's das erstmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.